Was ist eigentlich Stadtmarketing? Wikipedia definiert es so. Stadtmarketing ist ein Instrument, um dem drohenden Verlust der Konkurrenzfähigkeit im Städtewettbewerb einerseits und dem Planungsnotstand im Inneren andererseits zu begegnen. Das sollte eigentlich jedem Entscheider in unserer Stadt eine Herzensangelegenheit sein. Fanden zumindest einige Journalisten und Kommunalpolitiker und trafen sich mal im Rathaus. Die Idee dazu hatte Thorsten Mauer. Und seiner Einladung folgten immerhin 11 mehr oder weniger bekannte jüngere und ältere Magdeburger, die dem Stadtmarketing ein wenig auf die Sprünge helfen wollen. Darunter waren Vertreter aller im Stadtrat vertretenen Fraktionen, bis auf die Bündnisgrünen, die an jenem Tage allerdings Stadtverbandssitzung hatten, außerdem tagte der Landtag. Wo hapert es? Die Facebook-Fanpage der Stadt und ihr Twitter-Account sind wenig interessant und haben deswegen wenig Follower, also Nutzer, die die Meldungen dieser Seiten abonniert haben. Das liegt daran, dass offensichtlich die Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung zum Teil unklar erscheinen. Und so werden in der Stadt viele unterschiedliche Twitter-Accounts und Facebook-Seiten betrieben, oft ohne klare Abgrenzung. Klar ist, dass man als Verwaltung Social Media wollen muss und dass man darin Zeit investieren muss, will man aktuell sein. 3 Stunden lang diskutierten die Teilnehmer der Runde, was man verbessern könnte und welche Projekte man starten könnte. Dabei wurden viele interessante Ideen entwickelt. Dabei lohnt auch ein Blick über den Tellerrand, denn viele Städte bieten da sehr interessante Lösungen und Angebote, die von den Usern sehr gut angenommen werden, was die Zugriffszahlen und die Zahl der Abonnenten beweisen. Dabei muss man nicht einmal sehr weit schauen. Halle, Halberstadt und Dresden können da als Vorbild dienen. Wichtig ist auch, dass man von Seiten der Stadt vielfältige Möglichkeiten der Interaktion anbietet. Es nützt zum Beispiel überhaupt nichts, über Twitter oder Facebook nur die Pressemitteilung 1:1 zu posten. Die kann man ohnehin auf der Homepage der Stadt nachlesen oder bekommt sie per E-Mail oder Fax. Social Media muss dem User einen Mehrwert bieten. Der Städte- und Gemeindebund bietet zum Beispiel gute Social-Media-Vorträge und sogar Online-Seminare an. Alle Probleme konnten beim ersten Treffen gar nicht angesprochen werden. Die Runde wird sich also wieder treffen, vielleicht noch mit einigen Teilnehmern mehr. Vereinbart wurde ein Treffen zu Twitter und Facebook mit einigen Beigeordneten für Mitte Juni. Außerdem soll eine spezielle Fotoseite zu Magdeburg eingerichtet werden. In unserem nächsten Stadtratsmagazin am 1. Juni werden wir auch noch einmal auf diese Thematik eingehen. Gelohnt hatte sich offenbar auch das Treffen zwischen Stadträten und interessierten Fachleuten aus dem Bereich Social Media, über das wir bereits kurz in MO3 berichtet hatten. Das fand zumindest auch der Initiator Thorsten Mauer. Also es verlief sehr, sehr konstruktiv. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Das hieß, es blieben alle parteipolitischen Sachen außen vor. Es ging wirklich um Fakten. Das war das, was mir auch sehr wichtig war. Wir haben eine Menge erreicht, mehr erreicht, als ich vielleicht sogar erhofft hatte. Und ich bin gespannt, wie es jetzt auch in nächster Zeit weitergehen wird. Da sind ja sogar 2 Sachen geplant. Das eine ist das Treffen mit den Beigeordneten, wo wir das Thema Social Media auch der Verwaltung ein bisschen näher bringen wollen. Da sieht es jetzt da ganz gut aus. Also die Beigeordneten haben Interesse bekundet. Wir müssen jetzt nur noch einen Termin abstimmen. Das zweite, was wir jetzt geplant haben, ist dieses Fotoblog. Da gab es jetzt auch schon die ersten Gespräche wegen der technischen Umsetzung. Das ist auch alles am Laufen und ich denke mal, dass wir da in den nächsten Wochen auch schon, sage ich mal, eine Beta-Phase, sage ich mal, präsentieren können, wo es dann nur noch darum geht, die Fotos entsprechend einzubinden. Du gibst ja heute auf der Tagesordnung auch noch einen Antrag der FDP, ja genau das Thema, worum es da ging, eigentlich auch behandelt. Dazu liegt eine Stellungnahme der Verwaltung vor. Hast du die gelesen und wenn ja, was sagst du dazu? Ich habe sie gelesen und ich habe darüber geschmunzelt. Ja, also wo ich denke, es ist vieles nett gemeint, aber die Umsetzung dann doch nicht wirklich optimal, was bisher gelaufen ist. Und ich hoffe mal, dass wir da auch einen Beitrag zu leisten können, dass die Verwaltung da anders die ganze Sache anfasst und dass wir auch, sage ich mal, da als Landeshauptstadt positiv nach außen hin wirken können. Die Einbeziehung der Stadträte, das ist ja eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, die soll ja auch nach wie vor dann erfolgen, sicherlich. Ja, natürlich. Und deswegen denke ich mal, es wird auch nicht bei diesem ersten Treffen bleiben, es wird weitere Treffen geben. Wir freuen uns, wenn sich alle Fraktionen daran beteiligen, Ideen einbringen und mit uns nach Möglichkeiten suchen, gemeinsam da was für die Stadt zu bewegen.
Diese Chancen sind durchaus gegeben. Der erwähnte FDP-Antrag zur Erstellung eines Web 2.0-Nutzungskonzeptes wurde schon mal einstimmig von den Räten angenommen.